Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt ab dem morgigen Tag, Donnerstag, Freitag und Samstag auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an die wundervollen Kommentare, Likes, Abonnenten. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte hier einmal direkt für dich. Irrelevant, wie du hier einmal schaust. Alle Kartendecks findest du auf der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss hier für dich in die Deutung übergehen. Ich habe das Ganze hier noch etwas umgestellt einmal. Noch eine. Hier warte noch eine Karte raus. Noch einmal. Eine. Noch eine.
Noch eine. Noch eine. Entschuldige bitte, es hat gerade hier gestoppt. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich irrelevant, wie du hier schaust. Bevor ich hier beginne einmal, was ich dir so schon einmal sagen kann. Die Vollmondenergie ist noch immens stark. Die Energien im Allgemeinen sind im Dezember sehr stark und tendieren dazu, noch stärker zu werden. Insbesondere in der Liebe. Also ich sehe hier eine Situation, wo du dich oder aber auch dein Gegenüber, ihr beide, wo man sich aus Dingen befreit, die einem absolut nicht gut tun. Ich sehe hier die absolute Befreiung von toxischen Dingen. Ja, das können jetzt Partnerschaften sein, Partnerschaften an sich sein, im Freundeskreis, im familiären, wo Destruktivitäten stattgefunden haben, sehe ich hier eine starke Transformation und ihr seid beide hier gefallen. Also auch irrelevant, ob du hier von Frau zu Frau oder Mann zu Mann eben schaust. Was möchte sich hier am morgigen Tag zeigen? Wir haben hier auch die Wiedergeburt. Etwas Neues entsteht jetzt für dich. Warum? Weil du losgelassen hast, weil du zur Selbstliebe gefunden hast. Hier haben wir auch die Überfülle. Eine große Liebe steht vor deiner Tür. Berufliche Situation ist genau dasselbe. Ja? Wir haben den Gehängten in Kombination mit den Neun der Kelche. Du schaust jetzt hier in das Licht, beziehungsweise dein Gegenüber schaut sich die Dinge ganz genau an, ja. Man spürt in das Ganze hinein, hier ist eine sehr, sehr starke Anziehungskraft zwischen euch. Ihr fühlt euch derzeit auch sehr, sehr stark, was in den vergangenen Tagesbotschaften schon gefallen ist, dass diese telepathischen Verbindungen, ob das jetzt Träume sind, Synchronizitäten sind, ja, Zahlen, Namen. Also schau bitte einmal für dich, auch Lieder, ja.
Also mit dem Gehängten hier schaut man jetzt bewusst in das Licht. Man schaut nicht mehr in die Dunkelheit, man schaut nicht mehr auf die Dinge, was nicht mehr stimmig ist. Ja, also hier ist ganz stark die Transformation, sprich Wiedergeburt, dass man Altes wirklich jetzt komplett auch loslässt. Die neunte Kelche ist die Fülle, ist die Liebe, ist die Verbundenheit zu sich selbst. Aber natürlich auch die Verbundenheit, was euch in diese Seelenpartnerschaft verbindet, ja, Wunschpartnerschaft. Hier sind noch Dinge, womit man derzeit auch zu kämpfen hat, sprich in Träumen, Situationen aus der Vergangenheit, aber hier ist ein ganz starker Loslassprozess, ja. Deswegen, was ich zu Anbeginn schon sagte, einhergehend durch diesen Vollmond, den wir dann am Montag eben auch hatten, der noch gewisse Auswirkungen, gewisse Nachwirkungen auch in sich trägt, sehr starke. Wir haben hier den Teufel. Ja, man befreit sich aus Situationen, Unstimmigkeiten. Wir haben hier den Casanova, auch in der weiblichen Person. Ja, schau bitte auf dich, das heißt entweder du oder dein Gegenüber, dass man sich auch davon befreit. Man schaut jetzt hier bewusst, was möchte man eigentlich? Ja, man spürt mehr diese Liebe, diese Lebendigkeit, was jetzt verstärkt zum Ausdruck kommt. Auch wenn dein Gegenüber in der Situation bislang war, dass man hier nicht wählen konnte. Ich zeige dir das einmal hier in die Kamera, denn wir haben das mit der Situation der Abhängigkeit, wozu ich dann gleich auch nochmal detailliert komme, dass dein Gegenüber hier jetzt sich entscheidet. Das heißt, man wiegt nicht mehr ab. Ja, diese Unstimmigkeiten. Man fühlt sich damit nicht vollkommen. Also hier bekomme ich die Situation, dass etwas fehlt, dein Gegenüber fehlt etwas, auch wenn er hier 3, 4, 5, 6 Optionen hatte, ja. Aber man kommt jetzt in sein Bewusstsein, dass es letztendlich einem nichts gebracht hat. Auch natürlich, wenn du hier mit jemandem zu tun hast, der jetzt in einer Partnerschaft war, weiß er trotzdem die Wahl zwischen dir und noch einer Person, ja. Das heißt, dafür wird man sich jetzt entscheiden, da hier gewisse Dinge sind, die einfach nicht mehr stimmig sind. Und das spürt er oder sie immer mehr und immer mehr. Ja, es kann auch sein, dass bei dir noch jemand festhält. Ja, das bekomme ich hier auch so für dich als Zuschauerin, Zuschauer. Ja, oder vielleicht auch bei euch beiden. Aber das Ganze bringt man jetzt zum Abschluss. Das heißt, dass hier immer und immer wieder in eurem Seelenprozess gewisse Dinge vorkamen, ja, bei euch beiden jetzt, dass immer etwas dazwischen kam. Und das beendet man jetzt endgültig. Man bekommt diesen Blick dafür, ja. Die zwei des Wassers. Also sehr stark kommen die Gefühle zum Vorschein und zwar unabhängig von dem Materiellen jetzt mal. Denn hier sehen wir, dass im Grunde genommen diese Kiste voller Gold, voller ja, materielle Dinge, was das beinhaltet in Partnerschaften, Dreieckskonstellationen im Allgemeinen, dass man sich dafür jetzt für die Gefühle entscheidet, unabhängig davon, welche finanziellen Stabilitäten hier bei dem einen oder anderen sind. Man schaut jetzt auf die Gefühle. Also einem wird gewahr, was einem wirklich wichtig ist. Ja, im Allgemeinen findet das Ganze statt. Und dann haben wir hier einmal die 8 des Feuers. Also Destruktivitäten. Das heißt, man wird gewahr, was man in dieser Partnerschaft eigentlich davon hatte, sprich, wenn man jetzt nur auf die finanziellen Dinge geachtet hat, die ich hier auch stark bekomme für den einen oder anderen, dass man jetzt über diese Person in Kenntnis gesetzt wird. Ja, also wenn hier noch eine Partnerschaft ist, dass es hier nur um die eigenen Befriedigungen ging. Auch wenn du jetzt hier für deinen Wunschpartner schaust und er ist Single oder Wunschpartnerin, dass diese Dinge mit dem Teufel in Kombination, diese eigenen Befriedigungen, die unterdrückten Befriedigungen, dass man das Ganze im Grunde genommen immer nur unterdrückt hat, hat nicht wirklich die Gefühle gelebt. Ja, das heißt, man war vielleicht hier nur für sein Business da oder ähnliches. Ja, oder in Partnerschaften, dass man jetzt gewahr wird, dass er oder sie nur auf die Finanzen geschaut hat. Denn hier wendet man ja den Blick ab von diesem Gold, ja, von diesem finanziellen Reichtum eben auch. Also es sind hier ganz klar die unterdrückten Seiten, die kommen jetzt zum Vorschein. Ja, also du wirst etwas gewahr, du erkennst Personen, die es eigentlich nur auf das abgesehen haben. Also wenn du hier mit jemandem zu tun hattest,
der Casanova oder in weiblicher Form, ja, wirst du das jetzt feststellen? Und ging es hier nur um das Finanzielle oder ging es hier rein um die Gefühle? Aber ich sehe ganz stark die Erkenntnis deines Seelenpartners, ja? Wir haben hier den Narr. Hier sind Gegensätzlichkeiten bei euch. Das konnte sich im Gesellschaftlichen zeigen, das konnte sich im Kulturellen zeigen. Wir haben hier einmal den Südländer. Ja, also kulturelle Unterschiede. Es kann sein, dass ihr weiter voneinander lebt auch. Es kann sein, dass die Äußerlichkeiten, dass hier Unterschiedlichkeiten sind, dass sich jemand zeigt mit sehr, sehr Gefühl und andererseits eine gewisse Oberflächlichkeit da war. Und auch da geht man jetzt raus. Also man schaut mehr auf die Liebe, auf das Gefühl, was vom Herzen herkommt. Ihr seht die Unterschiedlichkeiten, die sind definitiv bei euch gegeben, in jeglicher Form auch immer. Schau bitte einmal für dich. Dann haben wir hier einmal die drei der Erde in Kombination, die Königin der Erde. Also hier kann es einmal um die berufliche Veränderung, um die Liebe geht es so oder so, ja. Also alles das, was du von Herzen her tust, du bekommst hier Anerkennung, große Anerkennung, kannst hier in der Öffentlichkeit auch stehen bei dem einen oder anderen. Man gibt dir die Möglichkeit, etwas zu repräsentieren, das bekomme ich hier auch durch die Öffentlichkeit, dass man dir die Möglichkeit gibt, etwas zu veröffentlichen oder ähnliches. Ja, ich sehe die öffentliche Anerkennung sehr stark hier. Aber auch die Möglichkeiten, dass du jetzt für dich eine Möglichkeit bekommst, für dich auch, dass du neue Möglichkeiten werden dir jetzt gewahr, also rein aus der Intuition heraus, rein aus Interesse halber heraus, denn ich bekomme hier so, dass du jetzt in dich hineinfühlst, wofür du das eigentliche Interesse hast. Also du entdeckst hier etwas Künstlerisches auch in dir. Ja, also die künstlerische Ader, die Kreativität bekomme ich hier sehr stark. Und das entdeckst du jetzt für dich, wo du in der Vergangenheit eben nicht so den Blick dafür bekommen hattest, auch nicht konntest. Vielleicht bist du auch gerade bei dem einen oder anderen, wo ein Lockdown ähnliches auch stattfindet. Ja, dass du dadurch eben was Neues dadurch entdecken konntest, auch schon im damaligen, also vor ein paar Monaten, dass du das für dich jetzt auch entdeckt hast und dass du hier große Möglichkeiten hast, also Anerkennung, also Großes, wofür du jetzt auch diesen Zuspruch bekommen wirst, in jeglicher Form, wenn du Beantragungen hattest oder ähnliches, ja, was Selbstständigkeit beinhaltet, also in jeglicher Form. Sehe ich hier die absolute Wiedergeburt, ja. Kindheitsträume werden zum Leben erwacht. So bekomme ich das hier. Mit der 3 der Erde. Ich bekomme hier auch viel Erbschaften, dass du hier Gewisses auch derzeit hier schaust, wem wirst du etwas vererben. Also notarisch bekomme ich hier für ein, zwei Personen, dass du genau jetzt den Blick für die Personen bekommst, ja, wer letztendlich für dieses Erbe auch vorgesehen ist. Ja, weil wir haben hier auch den Albtraum, wir haben hier die Toxis, das Gift. Und hier nimmt eine Veränderung Form an. Ja, das heißt, vielleicht dein Haus möchtest du vererben oder jegliche Immobilien, schau bitte auf dich. Ich sehe die Veränderung. Du bekommst den Blick jetzt für das, wer eigentlich so immer für dich da war, wer sich in der Treue und Loyalität gezeigt hat. Und wer vielleicht auf einmal kommt und sich nie wirklich für dich interessiert hat, du trotz an dem hier aber ein Erbe schon geschrieben hast. So bekomme ich das hier für ein, zwei Personen. Also den Blick wirst du bekommen, hier wird eine Veränderung stattfinden, sprich, du wirst etwas verändern. Ja? Auch im häuslichen Bereich sehe ich hier so die Kleinigkeiten, ich gehe immer auf die großen Energien ein, ja? Dass du im häuslichen ebenfalls etwas veränderst. Die häusliche Veränderung liegt im Drastischen hier vor, denn all das, was dir letztendlich nur Bedenken gebracht hat, ja, womit sich der eine oder andere schon hier sehr, sehr lange beschäftigt, und das sind hier die Negativitäten, die wirst du jetzt eben auch ein für alle Mal beenden, das heißt, du wirst einen Schlussstrich dessen ziehen. Ja, also in jeglicher Form, die Königin der Erde hier einmal, dass du eben für dich schaust, denn wir sehen ja auch ganz klar, dass man hier bislang den Blick auch nicht dafür hatte. Und den Blick dafür wirst du jetzt bekommen, sprich dein Gegenüber, ihr beide bekommt den Blick für etwas. Auch vielleicht in der Vergangenheit, dass man aus einer gewissen Oberflächlichkeit
agiert hat, weil ja hier Unterschiedlichkeiten da sind. Ja, alles das, was ich schon sagte. Und selbst aus dieser Oberflächlichkeit geht man raus, dass man seine inneren Bedürfnisse im Grunde genommen nie richtig befriedigt hat, im Sinne von diese Gefühle, diese Fülle gelebt hat und eigentlich nur so auf das Äußerliche geachtet hat. Ja, und das sehen wir hier ganz klar in Kombination mit dem Teufel, was sich hier gezeigt hat. Das sind die innerlichen, verdrängten Seiten im Hinblick der eigenen Bedürfnisse, dass man nie wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse geschaut hat. Dein Gegenüber bekommt hier ganz, ganz viele Botschaften hier aus dem Göttlichen, dem Universum. Wir haben hier die Engelsbotschaften, das, was ich schon sagte, die Synchronizitäten, man lässt sich hier jetzt führen. Dass diese Begegnung eben bewusst auch war, dass man sich gewisse Dinge anschaut. Also du hast mit dieser Person eine göttliche Fügung, ja? Dann haben wir hier einmal die romantischen Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Jemand möchte dich hier näher kennenlernen. Das heißt, es intensiviert sich hier, was euch beinhaltet. Aufgrund dessen, weil man in der Vergangenheit das Ganze unterdrückt hat. Also dein Gegenüber hat hier immer und immer wieder das Ganze zu verdrängen, die Gefühle zu verdrängen, sich vielleicht mit der Arbeit auch abgelehnt oder ähnliches. Da geht man jetzt raus. Ja? Wir haben hier die bedingungslose Liebe. Es geht hier um eine Liebe, die hier über mehrere Jahre alte Seelen, ja, die jetzt vereint werden möchten. Schau dir bitte diese Karte an. Also wir haben hier auch diese Meerjungfrauenflosse. Ja, und auch nochmal die Gegensätzlichkeiten, die hier sehr stark bei euch sind. Und dass dein Gegenüber jetzt auch mit dir dieses Leben möchte, ankommen möchte. Aber die Gegensätzlichkeiten sind sehr, sehr stark. Ja? Auch in einem vergangenen Leben, dass ihr hier die Unterschiedlichkeiten eben auch schon hattet. Und bis dato auch nie wirklich zusammenfinden konntet. Also irgendetwas ist immer geschehen, dass ihr auseinandergerissen wurdet. Ja, wir haben hier auch nochmal die Botschaften. Hier sitzt ein Vogel auf dem Hut deines Gegenübers oder bei dir, je nachdem wie du hier schaust. Und dass diese Liebe zwischen euch jetzt eben auch entfacht. Ja, mehr entfacht. Ja, und wir haben das Bewusstsein, das vollste Bewusstsein. Also man ist sich der absoluten Liebe, der Selbstliebe bewusst. Man ist sich eurer Liebe sehr bewusst. Denn das, was du hier tust, tust du aus Liebe. Ja, und deswegen auch im Beruflichen genau dieselbe Situation. All das, was du aus Liebe tust, all das, was du von Herzen tust, all das, was deine Wünsche, deine Träume sind, wo du diese realisierst, sprich den Weg, deinem Seelenweg folgst, deine Berufung, das wird letztendlich hier Früchte auch tragen. Ja, also du wirst hier definitiv reichhaltige Fülle ernten, da dir das bewusst ist. Dein Bewusstsein, dir ist es bewusst, ja, dass diese Liebe sehr, sehr innig und stark ist. Dir ist es bewusst, was du jetzt leben möchtest. Ja, dass du diese neunte Kelche lieben möchtest, unabhängig davon, womit du umgeben bist. Ja, das heißt, du trennst dich von jeglichen oder hast dich schon getrennt, was dir einfach nicht gut tut. Wir haben die friedlichen Lösungen, dein Gegenüber sucht jetzt nach Lösungen, sprich auch du, ja, für das Berufliche. Du schaust auf das, was du einfach möchtest, weil du weißt auch, dass die Zeit vergeht, die Zeit ist vergänglich. Also du weißt, was du möchtest, ja, und so auch in der Liebe. Dein Gegenüber wird jetzt sich dessen bewusst, was er eben möchte. Überfülle eine große Liebe steht vor deiner Tür. Auch in der beruflichen Situation. Ja, das ist das, all das, was ich eben sagte. Bleib dir selbst treu. Und weil du dir dessen bewusst bist, weil du in der bedingungslosen Liebe bist, weil du in der Selbstakzeptanz bist, weil du vertraust, weil du losgelassen hast, steht dir jetzt hier die Überfülle, ja, in jeglicher Form. Und vor allem bist du dir immer selbst treu geblieben. Also du hast nicht geschaut, wo gibt es da mehr, wo gibt es da weniger. Du hast rein aus der Liebe agiert. Und wir haben die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Und all das wird dir eben jetzt bewusst, worum es eigentlich geht. Vielen ist es schon bewusst geworden. Ich sehe hier ein großes Bewusstsein. Ja,
Denn hier zeigt sich ja sehr stark die Liebe, vor allem die bedingungslose Liebe, die Romantik. Also du bist hier schon mit jemandem, was hier eine sehr, sehr starke Anziehungskraft ist. Ja, wenn du noch in Gegebenheiten bist, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, ja, toxische Freundschaften, toxische Dinge, wo man immer und immer wieder auf einen Gigolo oder in weibliche Form reingefallen ist, ja, wirst du das jetzt gewahr. Denn hier wird dir eine Person geschickt, so bekomme ich das hier, ja, weil du, ja, es geschieht, weil du wirklich in deinem vollsten Bewusstsein jetzt bist, ja. Ich schaue hier einmal weiter. Es kann sich hier natürlich auch bei dem einen oder anderen zeigen, was ich hier bekomme für ein paar Personen, dass hier jemand erwacht, mit dem du, ich sehe auch die aktuelle Situation, wo ich dann gleich zukomme, mit wem du vor 20 Jahren vielleicht in einer Verbindung warst, bekomme ich gerade so rein, und er oder sie dich eben immer nur benutzt hat. Und du bist jetzt in dein Bewusstsein gekommen und dir ist das Ganze jetzt bewusst geworden und somit kann ja dann erst, wenn du den Schritt gegangen bist, eine Veränderung diesbezüglich eurer stattfinden, ja? Ja, hier befreit sich jemand in der aktuellen Situation komplett, löst sich hier, versucht auch nicht mehr gegen diese Gefühle anzukämpfen. Hier kann jemand nicht mehr gegen diese Gefühle ankämpfen, weil die Energien stärker werden. Ja, also die Energien steigen wirklich täglich, wenn nicht sogar stündlich, jetzt im Monat Dezember, wo eben ein großes Bewusstsein der Liebe, es geht rein um die Liebe, kommen wird, ja. Die drei des Wassers, dann haben wir die Königin des Feuers und hier zeigt sich die Situation eben stark aus der Vergangenheit, aber auch bei einer Noch-Partnerschaft. Das heißt, also wenn du oder dein Gegenüber hier noch in Verbindlichkeiten ist, spürt er jetzt mehr und mehr oder sie. Ja, wir haben hier auch den Adligen. Ja, es kann bei dem einen oder anderen eben stark um das Finanzielle gehen, sprich die Gegensätzlichkeiten im Gesellschaftlichen auch. Und kommt jetzt mehr und mehr zu seinem Bewusstsein, dass es hier nur Streitigkeiten gibt. Ja, also ständige Diskussionen wegen irrelevanten Dingen einfach nur. Aber diese Verbindung ist nicht mehr aufrecht zu erhalten. Selbst nicht und gerade nicht, wenn hier Kinder involviert sind. Ja, bei dem einen oder anderen sind hier ganz klar Kinder involviert. Und gerade dann ist es ja umso wichtig, auf die Zeit zu schauen, dass eben die Kinder oder Tiere, auch bei dem einen oder anderen sind hier Tiere. Ja, das bekomme ich hier auch gerade. Hier haben wir auch den Hund, dass das Ganze übertragen wird. Ja, dass die Sensibilität des Kindes, des Tieres, wir sind all eins, sich eben auch überträgt. Und wenn hier natürlich ständige Streitigkeiten sind, so wie ich das hier auch sehe, dass es letztendlich hier keine Einsicht zwischen beiden Parteien gibt und letztendlich die Tiere, Kinder darunter leiden in diese Partnerschaft und in dieses Bewusstsein kommt man jetzt. Ja, also man schaut hier schon bewusst in das offene Buch. Man öffnet ein neues Kapitel. Ja, wir haben hier die 6 der Stäbe. Hier wird etwas erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ja, das ist durch deine bedingungslose Liebe, dass du zu dir gefunden hast, gewisse Schritte gegangen bist für dich, umso schneller kann sich dein Gegenüber entwickeln, ja, in diesem Prozess reingehen. Der Eremit, dein Gegenüber ist hier derzeit höchstwahrscheinlich im Rückzug, ja, das heißt, ihr hört nichts voneinander, es kann sein, dass ihr eben vereinzelte Gruppen, dass man voneinander hört, andererseits hier aber, dass man aus dem Rückzug herauskommen wird, ja. Ihr liegt hier schon nebeneinander in der starken Transformation, die sich hier gezeigt hat. Und dass man in diesem Rückzug zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und das ist auch das, was ich vorhin für das Berufliche sagte. Also es hat hier schon ein großer Transformationsprozess stattgefunden, der mehr und mehr im Werdegang auch ist. Dass man aufgrund damaliger Lockdowns auch schon über gewisse Dinge nachgedacht hat und jetzt nochmal in eine Situation reinkatapultiert wird, geschickt wird, um sich da nochmal bewusster zu werden. Denn das Bewusstsein ist da, aber es geht um das Bewusstsein, ja, mit dem Eremit.
Was zeigt sich hier? Ja, wir haben den Erfolg in Kombination Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Man wird jetzt hier, es ist irrelevant, wie du hier schaust. Ja, für die Liebe, für das Berufliche, es geht rein um die Liebe, was du von Herzen her tust, wird man jetzt seiner Stimme des Herzens folgen. Sprich, seine Berufung, seinen Seelenweg. Wir haben hier erstmal mit der Karte den Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Und wir haben hier nochmal ein Hochzeitspaar. Und hier sieht man eine Person darauf, die sehr in ihrem eigenen Element ist. Ja, schau dir bitte diese Karte an. Diese Person ist sehr, sehr kühl agierend. Sehr, auch vielleicht von sich überzeugt, das bekomme ich hier auch, ja. Und wollte aber nur aus dem Grund, diese Person zeigt sich unnahbar, aber nur aus dem Grund, weil er oder sie keine Gefühle zulassen konnte. Und das wird ihm oder ihr oder aber auch dir, je nachdem wie du hier schaust, jetzt bewusst. Also diese Unnahbarkeit, wie sich diese Person hier repräsentiert, ist letztendlich ein Indiz dafür, dass man es nicht zulassen konnte, diese Liebe, ja. Also man hat wie eine Mauer hochgezogen und hat, wie als ob man so getan hat, dass man keine Gefühle hat. Diese Mauer fällt, es bröckelt, ja, so bekomme ich das hier. Und du warst im Grunde genommen immer da, ja, du warst in der Bereitschaft, das heißt in der Kommunikation, vielleicht auch bei einem Treffen, dass du ihm oder ihr immer mehr oder weniger zu Füßen gelegen hast, dieser Person, die hier sehr kühl und unnahbar ist. Ja, jetzt tust du das nicht mehr. Warum nicht? Weil du dir deiner bewusst bist. Du bist in deinem Bewusstsein der bedingungslosen Liebe angekommen. Du bist schon angekommen. So bekomme ich das hier, ja? Weil dir bewusst ist, du möchtest nicht mehr leiden. Und jetzt, nur aus dem Grund, weil du in der Situation bist, dass du das Ganze akzeptiert hast, das heißt, du bist in die Akzeptanz gegangen, jetzt erst kann er aufwachen. Ja, und es ist der Erwachungsprozess der Wiedergeburt, des Neubeginnes, auch wenn hier keine Kinder bei dem einen oder anderen sind. Ja, es ist die Neugeburt, es ist die Neuentstehung, der Neuanfang, etwas Neues beginnt, und zwar im Jetzt. Ja, ich bekomme die Zeit für etwas Kurzfristiges, kurzfristige Stabilität, ja, im Inneren. Ja, und wir haben das Nein. Das ist all das, was ich eben sagte. Du bist in die Akzeptanz gegangen, du hast Nein gesagt, das heißt, du hast das eben nicht mehr mit dir machen lassen. Ja, du hast das Ganze hier, eben wenn du mit jemandem warst, der als Gigolo oder in weiblicher Form agierend war, hast du hier knallhart gesagt, nein, weil du dir deinen Werten bewusst bist. Ja, unabhängig davon, wie er in der temperamentvollen Leidenschaft ist oder eben auch nicht. Du hast Nein zu ihm oder ihr gesagt, sprich ein Ja zu dir. Du bist deiner Stimme des Herzens gefolgt und deswegen erreicht dich hier Fülle, in jeglicher Form auch immer, in ganzer Linie. Wirst du hier die Fülle erhalten. Das Göttliche, das Universum schickt dir jetzt die Fülle in dein Leben. Und wir haben die Zufriedenheit. Du bist im Grunde genommen diese Blume, ja, weiblich wie männlich. Du bist diese Blume, du entstehst hier in einem ganz neuen Licht. Ja, das bekomme ich auch hier mit den sechs der Stäben, dass das Scheinwerferlicht hier auf dich gerichtet ist. Ja, es ist unabhängig, ob du jetzt hier eben auch Single bist. Du entdeckst etwas Neues. Du hast es eigentlich schon entdeckt. Ja, sonst würden die Karten hier nicht so für dich liegen, weil du absolut in deiner Zufriedenheit bist, in deiner Pracht. Ja, in deiner absoluten Pracht. Wir haben die Anziehungskraft und dementsprechend, wenn du natürlich in deiner Pracht bist, in dieser Fülle, in dieser Zufriedenheit, in dieser Liebe, in dieser Lebendigkeit, ja, kannst du ja nur mehr und mehr von dem anziehen, was du eigentlich bist. Ja, nur das, was du selbst bist, macht dich zum Magneten dessen. Ja, es ist irrelevant, für was du hier schaust. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Verspieltheit, um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Du genießt jetzt das Leben, ja? Du schaust auf dich. Du bist nicht mehr so, dass du diese Gefühle eben
nicht lebst, also sprich deins nicht lebst, er oder sie seins nicht lebt. Ja, das sind ja hier mit dem Teufel, was wir hier hatten, die unterdrückten, die verdrängten Seiten. Man hat es immer verdrängt, dass man ganz, ganz starke Gefühle zu dir hat. Man kann es nicht mehr verdrängen. Ja? Leichtigkeit, du entdeckst hier mit der Verspieltheit etwas ganz, ganz Neues für dich. Ja? Wo du mehr und mehr anziehst. Also hier bekomme ich den absoluten Magneten. Ja? Du bist der Magnet für alles jetzt hier. Du ziehst alles an in zehnfacher Form, weil du dir deinen Werten absolut bewusst bist. Ich schaue einmal weiter, was sich dann am darauffolgenden Tag zeigen möchte. Hier wehrt sich jemand auch nicht mehr. Ja, also er oder sie hat immer gegen diese Gefühle angekämpft. Wir haben ja sehr, sehr viel Wasser. Man hatte Angst, sich in diesen Sog des Dunkelns reinziehen zu lassen, weil er oder sie dachte, von dir wiederum enttäuscht zu werden, weil man ja schon enttäuscht wurde. Das alles geht komplett raus. Ja, hier nochmal mit der Karte die 3 des Wassers. Es ist hier geschrieben, was ich schon sagte, mit dem Buch, ein neues Kapitel öffnet sich, starke Anziehungskraft, du wirst den Blick für die Destruktivitäten bekommen, ja, du bist hier wahrscheinlich auch sehr viel in der Meditation auch derzeit, dass du für dich in diese Erkenntnis kommst, ja, schon gekommen bist für viele, was dir nicht gut tut, ja, hier hat jemand Albträume, ganz, ganz stark, das, was ich vorhin sagte, wenn du hier länger mit jemandem nicht im Kontakt warst, sind hier starke Albträume, was euch beinhaltet, ja, aber im positiven Sinne, also nicht im negativen Sinne, ja, weil er oder sie dich immer und immer wieder verletzt hat. Hier findet bei dem einen oder anderen ein Umzug statt, das heißt, hier kann Streitigkeiten auf derbste Art und Weise stattfinden und jetzt schiebt man das nicht mehr zur Seite, das heißt, man redet hier wirklich auch Tacheles und sagt, dass es so nicht mehr geht. Ja, wir haben ja auch ganz gleich hier nochmal die Karte des Umzuges. Ja, das ist die häusliche Veränderung, was ich vorhin sagte, sprich in einer Partnerschaft, sprich im Freundschaftlichen, sprich in einer Verbindung. Ja, oder wenn du es eben mit so einer Person zu tun hattest. Aber ich bekomme hier mehr, dass er oder sie jetzt aufwacht. Ja, auch vielleicht hier in einer Abhängigkeit war. Und hier ist das große Erwachen. Abhängigkeit im Sinne in jeglicher Form. Das können Opiate sein. Ich bekomme hier sehr stark die Situation, dass man sich mehr oder weniger abhängig gemacht hat von Menschen, die im Grunde genommen hier dieses Leben geführt haben. Ja, diese klare Struktur, dieses Kühle, dieses Unnahbare. Bloß keine Gefühle zulassen. So bekomme ich das hier. Ja. Und du bist jetzt letztendlich, für dich hast du entschieden, deinen Weg zu gehen und deswegen wacht er oder sie jetzt auf, ja? Dass man sich hier hat nur blenden lassen, ja? Du bist für dich auch in diesen Frieden gegangen, ja? Also du hast komplett friedvoll etwas zum Abschluss gebracht, deswegen öffnet sich das neue Kapitel. Das heißt, du bist auch nicht im Streit mit destruktiven Menschen auseinandergegangen, sondern du hast mit diesen Menschen das friedvoll beendet. Ja, in Liebe hast du etwas beendet, auch wenn diese Menschen dir sehr, sehr viel angetan haben. Und das ist auch nochmal einmal ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen, hier jetzt etwas, egal was vorgefallen ist, Kindheit, Traumata etc., das bekomme ich hier gerade rein, jetzt damit abzuschließen, Frieden und Ruhe zu finden. Denn auch dadurch kommen gewisse Albträume, dass du jetzt in deine Ruhe kommst. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn hier schreckliche Dinge geschehen sind, ich sehe das hier für den einen oder anderen, dennoch darfst du jetzt zur Ruhe kommen. Ja, du bist hier absolut geführt. Wir haben hier den Nah, wir haben das Ass der Stäbe, wir haben die 2 der Kelche, starke Seelenpartnerschaft zwischen euch, Zwillingsseelen, ja, und wir haben hier die Gerechtigkeit. Du hast gerecht für dich entschieden, das alles, was ich eben sagte, ja, Frieden zu schließen mit diesen ganzen Destruktivitäten, was dir nicht mehr gut tut, toxische Verbindungen, toxische Situationen, Personen, Situationen. Da bist du rausgegangen, ja, also dich, du hast deine Aura geklärt, du bist gereinigt, ja,
Du hast dich von dem Ganzen befreit. Und diese Personen, die dir natürlich gewisse Dinge angetan haben, haben jetzt diese Situation in Form von Albträumen, Träume, weil sie dir eben mal etwas angetan haben. Aber du hast trotz alledem Frieden damit geschlossen, ja? Denn die Unabhängigkeit, also ich kann das nur immer und immer wieder hier betonen, du hast dich komplett unabhängig gemacht von diesen Dingen. Ein neues Kapitel öffnet sich jetzt für dich und du gehst hier in das Wahre. Es ist irrelevant, wie du hier schaust. Ich bekomme das in einer Partnerschaft sowie in der beruflichen Situation. Du gehst mehr oder weniger in eins über, weil du ja alles für dich geklärt hast. Das Ast der Stäbe, du hast alle Möglichkeiten hier, die Türen stehen dir offen. Es wird jetzt hier in diesem Buch etwas für euch zu Ende geschrieben. Und wir haben das auch hier, dass du diesen mehr oder weniger das Licht jetzt für dich leuchtet. Du hast dieses Kapitel, wir haben hier diesen roten Faden, wie die Zunge einer Schlange. Ja, und das hast du geschlossen. All das, was ich eben sagte, du hast das für dich komplett beendet, diese Destruktivitäten. Und im Grunde genommen kann hier niemand mehr an dich heran, was das beinhaltet. Weil du bist ja in deiner Zufriedenheit, du bist ja in deiner Gelassenheit. Selbst wenn jemand hier destruktiv gegen dich vorgeht, ja, was immer und immer wieder natürlich auch kommen wird, womit wir tagtäglich auch konfrontiert sind, aber dich stört es nicht mehr. Dich stört es absolut nicht mehr, weil du die Ruhe und die Gelassenheit in deinem Bewusstsein bist, der bedingungslosen Liebe. Ja? Die zwei der Kelche. Starke wie Fülle. Zusammenfindung bekomme ich hier mit einer Person, deinem Seelenpartner. Und Gerechtigkeit wird hier walten. Also das hohe Gericht wird mehr oder weniger über dich im positiven Sinne fällen. Ja, und all diese Personen, die dir im Grunde genommen etwas angetan haben, was ich vorhin sagte, wird jetzt gerecht geurteilt im Hinblick dessen, dass man hier träumt. Ja, da natürlich im anderen Sinne, in einer anderen Form, weil man dir ja etwas angetan hat. Die Welt, du hast es erfolgreich zum Abschluss gebracht. Du hast hier nicht nur die Welt. Hohe Arkana sind hier gefallen. Du hast hier auch gleichzeitig die Sonne. Auch nochmal, was hier gefallen ist. Der absolute Erfolg. Du gehst in eine Partnerschaft. Du gehst in etwas ganz, ganz Neues. Ja, Partnerschaft, berufliche Situation, Partnerschaft in der Liebe. In jeglicher Form. Etwas Neues beginnt. Du hast das Kapitel beendet. Ja, du hast mit allem Frieden geschlossen. Auch nochmal das Gericht. Ja, das hast du hier zweimal. Es wird eine gerechte Entscheidung getroffen. Globale Situation bekomme ich hier gerade rein. Werden neue Entscheidungen jetzt rechtskräftig? Neue Gesetze, Gesetzänderungen bekomme ich hier. Also da wirst du eben auch sehr, sehr viel erfahren. Und da ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ich betone das hier noch einmal, falls du noch nicht in dieser bedingungslosen Liebe bist zu dir selbst, in dieser Annahme, wenn du damit noch gewisse Schwierigkeiten hast, ja, gewisse Diskrepanzen, ähnliches, darfst du auch da mit Ruhe und Gelassenheit annehmen. Also keine Sorge, keine Ängste. Sieh das alles mit Liebe. Ja, nur dann kannst du in deiner inneren Mitte, sprich Balance, sein. Alles das, was du durch das Außen erfährst, wo du dir mehr und mehr Gedanken und Sorge bringst, weil ich sehe hier viel, was öffentlich kommen wird, ja, was dich dann in Sorge bringt bei dem einen oder anderen, davon solltest du dich befreien. Mach dich unabhängig von diesen ganzen Dingen. Ja? Tagtäglich, was du zu hören bekommst, davon darfst du dich unabhängig machen. Sprich, von diesen ganzen Dingen, das mehr und mehr kommen wird, was dir Angst macht. Schau bitte auf dich, schau auf deine Intuition, schau auf deine innere Mitte. Meditation ist ganz, ganz wichtig. Du wirst in der Meditation Antworten dafür bekommen. Und ich sehe hier für viele das große spirituelle Erwachen. Das heißt, du bist schon eben sehr spirituell, das heißt sehr sensibel, einfühlend und du fühlst dich mehr und mehr hinein. Du wirst im Grunde genommen, siehst du hier schon, was kommen wird. Ja, so bekomme ich das. Ob das jetzt durch Träume ist, ob das jetzt rein durch diese Anwendung in dem Moment der Meditation ist, dass du diese Bilder siehst vor Augen, dass du für dich, für dein Eigentliches hier jetzt Erkenntnisse starke bekommst. Ja? Die Sonne. Du befreist dich hier,
bekomme ich ja auch gerade die Flügel sehr stark. Ja, gerade wenn wir hier stark auch das Göttliche haben, die Wiedergeburt. Es kann sein, ja, das bekomme ich hier auch gerade rein, dass du jetzt deine Flügel bekommst, im metamorphorischen Sinne. Aber es ist wahrhaftig so, in der Inkarnation auf Erden gewisse Prozesse hier Flügel auch zu bekommen. Ja, das kann hier für den einen oder anderen etwas unverständlich sein, aber all die, die hier spirituell schauen, wissen dann auch, wovon ich rede. Einmal mit der Sonne. Was zeigt sich einmal hier? Wir haben hier im Reich der Träume. Achte bitte auf deine Träume. Ja, hier träumt jemand aus der Vergangenheit von dir. Auch Freundschaften, Personen, die dir wirklich Leid auch in der Kindheit zugefügt haben. Diese Personen träumen jetzt. Und das ist das, was ich sagte. Für dich ist das in der Positivität, weil du hast ja friedvoll damit abgeschlossen. Für diese Person wird es natürlich starke Kopfzerbrechen bereiten. Sehr, sehr stark. Ja, weil wir haben ja die Albträume hier. Weil er oder sie dir sehr, sehr viel angetan hat. Oder mehrere Personen dir sehr, sehr viel angetan haben. Und jetzt versteht man irgendwo die Welt nicht mehr. Man kann es nicht mehr nachvollziehen. Vor allem nicht nach Jahrzehnten. Ja, das bekomme ich hier gerade rein. Also Träume sind immens stark. Das hatten wir auch schon in den vergangenen Tagesbotschaften. Achte mal bitte auch auf deine Träume. Und eben, was ich sehr stark bekomme, in einer Ex-Partnerschaft. Hier einmal mit der Karte, lass deinen Ex-Partner los, die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Also auch nochmal, was dir in der Vergangenheit angetan wurde für diese Gruppe, wo dann eben sehr, sehr viel Schlimmes, Traumata auch stattgefunden haben. Ja, wenn du noch in der Situation bist, dann darfst du das mit Frieden jetzt abschließen. Denn hier wird große Gerechtigkeit. Ich spreche hier nicht von kleinen Dingen. Hier kommt das höchste Gericht, wird jetzt urteilen, ja, im Reich der Träume. Und so bekomme ich das für diese Person, die sich dann eben hier auch in diesem ganzen Wirrwarr befindet, ja, wo man dir etwas angetan hat. Wir haben das Elixier des Lebens. Ich bekomme hier sehr stark, starke Gänsehaut, die Energien sind geballt. Ja, die sind wirklich nicht ohne. Hier bekomme ich es, einmal mit dem Elixier des Lebens, die Wiedergeburt, das Kind. Du hast in der Vergangenheit immer bis ans Limit gelebt, in jeglicher Form. Ja, du bist kraftvoll, immer und immer wieder aufgestanden. Du warst dein eigenes Elixier. Du hast dir immer und immer wieder selbst die Kraft gegeben. Ja, vielleicht schon in früher Kindheit musstest alles alleine bewältigen, in jeglicher Form. Ja, was ich hier auch bekomme, dass du immer wieder aufgestanden bist und schon von klein auf. Egal, was hier vorgefallen ist, hier sind ganz, ganz viele Dinge vorgefallen, wo du jetzt herangewachsen bist zu dieser Blume. Ja, und du siehst hier, auch wenn du als männliche Person schaust, du siehst hier, wie dieses dunkle Rot, ja, hier jetzt zu einem leuchtenden erwacht. Also das ist das große Erwachen und zwar im Allgemeinen, ja. Nicht nur, was dich beinhaltet, sehr stark, was dich auch beinhaltet, aber das große Erwachen, was ist jetzt hier das Elixier, ja, was dich zum Leben erweckt. Dein Gegenüber erwacht zum Leben, weil du sein ihr Elixier bist, weil er jetzt fühlt und auch wieder anfangen möchte zu spüren, zu atmen. Ich bekomme auch viel diesen Duft. Ja, achte bitte auf Düfte. Es kann sein, dass er oder sie, hier jemand aus deiner Vergangenheit, sich sehr stark an deinen Duft erinnert. Auf einmal sind überall diese Düfte. Auf einmal ist überall diese Person. Auf einmal ist überall diese Gegebenheit, was euch verbindet. Ja. Und für dein Gegenüber ist es natürlich eine starke Situation, womit er oder sie erstmal gar nicht umgehen kann. Denn wir haben hier immer noch das Verhalten eines Gigolos, der Casanova, in Kombination die Abhängigkeit. Ja, dass man sich auch aus dieser Negativität nicht befreien konnte, weil man einfach in negativer Energie gefangen war. Und jetzt entdeckt man, dass du im Grunde genommen dieses Elixier warst, was er oder sie eigentlich immer benötigt hat, weil du warst ja immer da, du hast ja immer getan, getan und getan, in jeglicher Form, ob das jetzt Nachrichten sind, ob das jetzt Dinge sind, dass du familiär immer bereit warst und alles getan hast, auch im Freundschaftlichen hast du immer und immer wieder alles getan,
letztendlich aber Undank erhalten. Ja? Und deswegen sind ja die starken Albträume dieser Personen eben auch jetzt. Aber du hast für dich nicht im Streit das beendet. Du hast es mit Frieden und Liebe beendet. Ja, du hast die Kontrollthemen losgelassen. Wir haben die Karte Lass Kontrollthemen los, erlaube diese Situation sich ganz natürlich zu entwickeln. Und all das hast du getan. Diese Situation wird sich verbessern und wir haben Lass los. Du hast losgelassen für all die, was ich vorhin sagte, wo es eben noch nicht ist, wo hier ganz, ganz viel ist in der Kindheit, wo ich eben stark das für die Mehrheit bekomme, dass du schon erwacht bist in diesem Prozess. Du bekommst mehr und mehr diese Freiheit zum Fliegen. Ja, die Leichtigkeit verspürst du mehr und mehr. Und wenn du eben, wie gesagt, was ich eben sagte, in dieser Position noch bist, dann lass hier bitte los. Du darfst in Frieden gehen. Gerechtigkeit kommt. Es ist im Werdegang. Ja? Aber zum größten Teil bekomme ich, dass du das alles schon, diese Lernaufgabe, bestanden hast. Die Situation wird sich verbessern und das weißt du. Du hast es schon immer im Grunde genommen gewusst. Währenddessen du diesen ganzen Lernprozess hinter dich gebracht hast, sprich, hier dich transformierst, gleichzeitig, ihr transformiert euch in eins, ja? Du bist hier wahrscheinlich schon einiges weiter, währenddessen er oder sie noch im Rückzug ist, währenddessen er oder sie hier noch die Dinge hat, was Albträume etc. beinhaltet, wenn du jetzt in der Position bist, dass dich jemand immer betrogen hat, belogen hat, ja? Wirst du natürlich für dich ein neues Kapitel aufschließen, ja? Also ich bekomme, dass du wirklich ein neues Kapitel öffnest. Wir haben hier mit den Delfinen die Seelenpartnerschaften und dass sich jetzt aufgrund deines, dass du dieses Licht hier für dich entdeckst, noch einmal zurück zur bedingungslosen Liebe, wird sich jetzt alles fügen. Denn wir haben hier zweimal das Gericht, göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und das ist das, was du immer getan hast. Drittes Auge. Zirbeldrüse bekomme ich hier sehr stark, was wir hier schon, was ich vorhin sagte mit der Spiritualität. Dein Gegenüber hat hier sehr stark eben auch auf das Ego geschaut, ja, diese Kühle, dieses Distanzierte, aber nicht bewusst, sondern eher, weil er oder sie Angst hatte. Telepathische Verbindungen, er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich. Wir haben die Verspieltheit in Kombination und die Liebe wird dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und du hast losgelassen, dein Gegenüber wird loslassen. Ja, wenn du in der Situation bist, dass du natürlich hier mit so einer Person das immer zu tun hattest, wirst du dieses Loslassen einer neuen Person, wirst du im Jetzt auch begegnen, wird dir in dein Leben geschickt, durch deine harte Arbeit an dir selbst. Abwarten überstürzt nichts, lass den Dingen ihren Lauf nehmen. Und du hast abgewartet, du bist in die Geduld gegangen, in die Akzeptanz gegangen und deswegen geschieht das hier alles. Lachen ist die beste Therapie auf Erden, vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Verspieltheit, die Leichtigkeit, das Beflügeltsein, das wir hier auch haben, mit der Transformation, mehr und mehr transformiert sich. Und so ist es auch in einem Seelenprozess. Wenn die Raupe zum Schmetterling wird, ist es ebenfalls mit Schmerzen verbunden. Und somit auch, was eure Verbindung beinhaltet, dass man eben erst durch einen großen, schmerzhaften Prozess darf, um letztendlich in die absolute Fülle zu kommen, ja. Das sind einmal die Dinge, was hier in den kommenden Tagen auf dich zukommt. Gerichtliche, juristische Dinge, die ich hier auch bekomme für den einen oder anderen. Wirst du auch damit, ich sehe hier bei ein, zwei Personen, dass hier ein Verlust stattgefunden hat, ja, was auch mit Kindern eben auch zu tun hat, bei dem einen oder anderen. Aber man wird hier jetzt gemeinsam eine Lösung finden. In der Vergangenheit hat man sich immer gestritten, ja. Und jetzt ist es wichtig, wahrscheinlich gehst du hier auch auf dein Gegenüber zu, Ex-Partner, Ex-Partnerin. Ja, in einer Verbindung, wenn es jetzt hier um eine geschiedene
Situation geht. Das bekomme ich hier auch, dass man sich hier verträgt und dass man jetzt gemeinsame Lösungen findet. Ja, das heißt nicht im Streit, sondern wirklich in die friedlichen Lösungen geht. Weil das Gericht trifft hier eine Entscheidung, also alles das, was vom Gericht her jetzt ausgeht, ja, von einer Behörde, das für den einen oder anderen hier für dein Gegenüber jetzt der schlimmste Albtraum wahr werden könnte, weil man dir in der Vergangenheit etwas angetan hat. Ja, und du es aber immer gut gemeint hast, ist all das, was ich vorhin sagte, und du bekommst jetzt diesen Zuspruch. Ja, also du solltest in jeglicher Form Vertrauen haben und vor allem die Geduld haben, dass sich alles fügen wird. So bekomme ich das hier. Ja, dass du vielleicht hier jetzt auch schlaflose Nächte hast, was das beinhaltet, gerade behördliche Dinge, ähnliches, aber es wird zu deinen Gunsten entschieden. Habe bitte Vertrauen. Ich sehe hier ganz, ganz viele Nachrichten, viel Kommunikation, was im Außen stattfindet. Wir haben hier auch die große Traurigkeit, was das beinhaltet, was ich schon sagte, was es mit deinem Gegenüber zu tun hat. Aber man ist jetzt hier gewählt, die Entscheidung zu treffen, sprich auszuziehen, umzuziehen, in eine große Veränderung eben sich zu integrieren. So bekomme ich das hier. Ja, rechtlich gesehen kannst du es hier natürlich auch. Wir haben den Adligen in Kombination mit dem Buch. Mietsrecht bekomme ich hier auch gewisse Veränderungen, die hier stattfinden. Es kann auch bei dem einen oder anderen sein, dass du hier heimlich vielleicht auch ein Tier mitgenommen hast und jetzt hier natürlich gewisse Dinge auf dich zukommen, wo du dich erstmal selber informieren darfst. Ja, aber informiere dich bitte. Jetzt sehe ich hier die rechtliche Situation. Die liegt bei dir. Also vielleicht ist das Ganze schon eben auch verjährt oder ähnliches. So bekomme ich das auch. Ich sehe, dass du in Trauer bist diesbezüglich in jeglicher Form, ob es jetzt mit einem Tier zu tun hat oder die eigentliche Situation, ja, dass du hier einen juristischen Beistand bekommst und es wird sich positiv letztendlich für dich herausstellen. So bekomme ich das hier. Also habe da bitte Vertrauen. Nicht, dass du gleich hier wirklich den Kopf hängen lässt oder ähnliches in jeglicher Form. Ja, auch Wohnung, Immobilie etc. Dass hier jemand Druck macht, der Vermieter könnte Druck machen. Ja, wann ziehst du aus oder wann gedenkst du? Und hier gibt es so Schwierigkeiten. Aber ich sehe, dass du es hier schaffen wirst. Du kommst hier raus, rechtzeitig vor allem auch, ja. Habe hier bitte nicht diese Bedenken und Albträume. Du hast hier den absoluten Erfolg, ja. Auch wenn es in letzter Minute ist, wirst du hier etwas finden. Vielleicht vermietest du auch selbst und hast hier Unannehmlichkeiten, Feierlichkeiten, nächtliche Besuche, ähnliches. Das bekomme ich hier auch, ja. Obwohl Kinder involviert sind. Schau bitte einmal auf dich. Aber hier ist ja schon der juristische Beistand eben auch. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.